Howdy, Partner, und herzlich willkommen zurück zu Bahnfinders. So, wir haben ja jetzt einen neuen Mitarbeiter des Monats. Sieht ein bisschen animalisch aus. Und diesen äußerst schicken Laden. Ja, oh Mann, sieht der toll aus. Vor allem von außen, ganz normal. Von innen kann man draußen gucken. Und könnte also potenzielle Kunden da draußen sehen. Aber von draußen kann man nicht reingucken. Okay. Halt. Halt. Hier fehlt was. Hier fehlt was. Wo ist mein UFO? Hä? Wo ist mein UFO? Ich habe mein UFO noch nicht verkauft gehabt. Onkel, wo ist mein UFO? Kollegen, hey Onkel. Ja, das ist schön, Onkel. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass das UFO weg ist? Das 2000-Dollar-UFO ist weg. War die Regierung hier? Sag mir, Onkel, war die Regierung hier? Den hier habe ich doch schon fertiggestellt. Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt ist hier mein UFO nicht mehr da. Das waren zwei Riesen. Ach, Manu. Ich wollte jetzt gerade ein paar Gegenstände verscherbeln, unter anderem das UFO, damit ich Kohle für den nächsten Auftrag habe. Und dann ist das UFO einfach weg. Schönen Dank auch, Spiel. Oh, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich, weil das ist genau die gleiche Story wie mit dem Boot. Ich habe angeblich dann die Auktion verloren, die Rothaarige hat gewonnen und ich habe das Boot nicht bekommen. Ach, Agent, verschwinde bitte. Such lieber mein UFO. Ich meine, Nein, nein, nein. vergiss es. Yeah. Ja, das ist schick. Haha. Bitte schön. Oho. Könnte mir jemand erklären, warum mein UFO weg ist? Ja. Dieser Fernseher sieht ein bisschen komisch aus. Wu TV. Okay. 666. Toll. Ich kann es nicht glauben. Das UFO ist weg. Ja, bitteschön. Was ist mit dir los? Warum bist du bitte schnell? Und warum hast du nur zwei Versuche? Nein. Wer bist du? Was hast du mit Bienenkopf Betty gemacht? Die hatten normalerweise immer drei Versuche und die waren super. Jetzt hat die nur noch zwei und mein UFO ist weg und alles ist bäh. Das ist hier irgendwie so. Ja. Ah, es ist da. Ich muss, glaube ich, nur drücken. Ah, oh Gott sei Dank, das UFO ist noch da. Das UFO ist noch da, Leute. Mann, Oh, Mann, Mann. oh Mann, ich habe kurz einen Schreck gekriegt. Ja, nimm das Ding. Das ist mir egal. Ah, da ist sie. Wozu brauchst du denn einen Flammenwerfer? Ich könnte jetzt sowas sagen wie, möchtest du dich dafür einen besonderen Krieg rüsten? Nein? Vergiss es. Dir gebe ich den Flammenwerfer nicht. Ich glaube, du fackelst dann hier alles ab. Nee. Ich muss noch ein paar Gegenstände verkaufen, Leute. Ich muss noch ein paar Gegenstände verkaufen. 5,5 Riesen ist mir zu wenig. Ich würde gerne das UFO verkaufen, dass ich so vielleicht 8 Riesen auf der Kante habe. Das wäre ein schöner Anfang. Ja? Ach, was ist denn heute mit mir los? Ach ja, bitteschön. Nimm ihn einfach. Oh, das war gut. So, das war besser. Bitteschön. Komm schon, UFO, du musst verkauft werden. Für einen guten Preis, wohlgemerkt. Für einen guten Preis. Das Notebook und so würde ich auch gerne verscherbeln. Ich glaube es aber nicht so ganz. Die bringen alle nicht so viel. Wesen die teuren Gegenstände. Das wär's schon.
Wo ist der blöde Dieb? Auf dem Sack. Ach, hör auf. Oh, endlich will jemand den blöden Reifen. Nö. Echt nicht? Ja, bitteschön. Nimm ihn. Ich bin den Reifen los. Den hab ich schon seit Ewigkeiten. Oh, endlich los. So. Kannst du bestimmt was hinstellen. Nein, nicht. Mist. Was sind das für zwei Gegenstände, die noch im Lager sind? Kommt bestimmt an diese Wand hier. Ups. Hi. Ja. Geht noch mehr, oder? Na gut, bitteschön. Reg dich nicht auf. Ein Staubsauger? Bitteschön. Geht noch mehr, oder? Bitteschön. Und verscherbelt. Gut, gut. Ja, etwas mehr als 6 Riesen. Wird aber, wie gesagt, gerne das UFO verscherbeln. So. Kunden, kommt rein und kauft meinen Krimskrams. Bitte, bitte, bitte. Ich habe bitte gesagt. Ah. Hast du den halt, ja? Ja. Da geht noch mehr, oder? Siehst du, da geht mehr. Bitteschön. Danke, fein. Kies. Wirst du mich abzocken? 2 Riesen? Nein. Da geht mehr. Siehst du, jetzt sind wir Freunde. 2,7. Nein, was heißt 2,7? $2,700. Das ist schön. Jetzt vielleicht noch irgendwas verkaufen, dass ich 10 Riesen habe und dann mache ich mich auf den Weg, oder? So würde ich mal schätzen, dass die Situation ist. Geht. Geht, aber ich habe noch 2 Gegenstände im Lager. Nicht du. Hi. Bitteschön. Nimm die Lunchbox. So, damit ist dieses Regal wieder leer. Diesmal will keiner Waffen kaufen, ne? Vor allem diese Waffe. Säbelzahn. Mhm. Das Notebook, das würde auch einen guten Preis machen. Ich würde es dir schenken, wenn du nie wiederkommst. Oh, wir haben schon eine Käuferin gefunden. So ist der Markt. Bitteschön. So, noch ein Gegenstand, dass ich 10 Riesen zusammen habe. Kommt schon, Leute. 10 Riesen. Das brauche ich. Für die Moral von der Geschichte. Leute. Da. Gut. Ja, Heini. Geht noch mehr? Siehst du? Bitteschön. Ah. Na, Großer? Geht doch noch mehr, oder? Yes, ich war im dunkelgrünen Bereich, erzähle nicht. Gut, nimm's. Ist wurscht, nimm's. Bitteschön. Hab Spaß damit. So, ich habe meine 10 Riesen zusammen. War jetzt hier dicht. UFO ist verkauft. Die anderen Gegenstände, die kann ich irgendwann mal vielleicht noch verkaufen. Nebenbei, die sind ja jetzt nicht so besonders. So, und dann gucken wir mal hier in die Auftragslage rein. Da wollte ja jemand diesen dickärschigen Hund haben. Ja, und da fahren wir jetzt mal hin. Benzin habe ich ja. 20, weil der hier den riesen Kringel fahren muss, statt zip direkt durch. Ach, furchtbar. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut.
Okay, hier geht jetzt die Alien-Party ab. Was ich sagen wollte, ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe wirklich das Achievement für die Toilettenpapierrollen gekriegt, weil ich angeblich alle habe. No, also, naja, so kann es gehen. Wertvoller Müll. Okay. Nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Ja, Party ist vorbei, Leute. Zack. Ich bin hier derjenige, der eure Party kaputt macht. So, Party ist vorbei. Nicht wahr, Onkel? Du, unsere Ferientickets. Okay. Sie sollten hier irgendwo sein. Ja. Okay. So, zack. Alles. Oh, da stand was drauf. Hast du das richtig gesehen? Steht da was drauf? Nö. Hey, die kann ich nicht kaputt machen. Die kann ich nicht kaputt machen. Ups, damit war die Musik vorbei. Das war also kein normaler Tisch. Ne, kann ich nicht machen. Das aber. Gut, gut. So. Soll ich hier der Spur aus Bierflaschen und Bierbüchsen folgen, Onkel? Ist ja schon ein bisschen auffällig. Hier ist noch einer. Und zu deinen Füßen hängt auch noch einer. Oder liegt noch einer. So. Keine Ahnung, was das ist. So. Mitgenommen. Zack. 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 Alles kaputt gemacht. Alles jetzt meins. Wutschi. Mist, an den Shot komme ich nicht ran. Ist aber auch nicht so wichtig. Glaube ich sowieso, warum Luftballons Schrott fallen lassen, aber hey. Die könnten zum Beispiel Schnur fallen lassen. Das würde ich noch irgendwie verstehen, aber Schrott. Naja. Zack. So, Buchsen kaputt. Musik ist vorbei. Party ist vorbei. Es muss wieder gearbeitet werden. Das ist ein Kackhäufchen, was ich da sehe. Ich glaube, das ist ein Kackhäufchen. Wo sind übrigens das Schweinen? Und... Hallo? Ja, ich würde dir helfen. Warte mal, kann man dich ausbuddeln? Ich kann mich darum kümmern. Ja, das ist schick. So, wie wenn es hier in den Schnee gepinkelt. Ja, gut, gut. Du machst das schon irgendwie. Nein, keine Musik. Das hier machen wir auch kaputt. Hier wird nicht mehr gefeiert. Uff, kaputt. Vor allem deswegen, weil ich nicht weiß, ob das hier Probleme gibt. Das ganz offizielle Musik ist sozusagen. Wir schauen mal. Ich werde es hier später rausfinden. Hey. Wieso? Ach, nimmt doch nicht auf. Ja. Ka-ching. Ist hier noch was? Nö. Aber die wir nicht aufnehmen. Keine Ahnung warum. Ist auch nicht so wichtig. Es ist nur Schnur. Es ist nur Schnur. So. Kommen wir doch bestimmt aufs Dach irgendwie drauf, oder? Ja. So. Oh. Hi. Hau rein. Ja, das werde ich tun. Da ist ein Schlüssel übrigens in der Box. Ich habe es gerade genau gesehen. So. Ist noch irgendwas? Also diese Paletten hier. So, zack. Zack, zack, zack. Ja, wir machen das plötzlich Geräusche. Hat das sonst auch Geräusche gemacht, wenn ich das kaputt gemacht habe? Bin mir gar nicht so sicher. So. Mal Licht an hier.
Disco-Kugel? Kannst du mir in der Disco-Kugel? Oder in der Disco-Kugel? Ah, da ist so eine ganz besondere Puppe. Die brauche ich noch. Für ein Achievement wohlgemerkt. Für nichts anderes. Hi, du Dieb. Oh. Du. Das ist der kleine Alien-Dieb gewesen. Hast du die Tickets? Ich warte am See auf dich. Ja. Der menschliche Dieb war jetzt der Alien-Dieb? Sehe ich das richtig? Ich dachte, der wäre... Oh, jetzt habe ich mir das Bild gar nicht richtig angeguckt. Love you always. Mist. Ich hoffe, das war nichts allzu Wichtiges. Ich dachte, der wäre gefressen worden von diesem Krokodil. Ja. Uff. Ja. Puff, puff, puff. Das kann ich mitnehmen. Das weiß ich. Gib mir auch dieses Wagenmuster-Dingens. Okay. Das Geräusch kenne ich doch. Das ist doch eigentlich das Diebesgeräusch. Was heißt das jetzt? Muss ich jetzt den Dieb finden? Klaut er jetzt oder? Kein Schlüssel? Ich hab doch einen Schlüssel. Hä? Hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Upsi, sorry, mein Fehler. Hat er jetzt was geklaut oder? Ja. Tür freigelegt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das Geräusch kenne ich sonst nur, wenn der Dieb in meinem Laden ist und irgendwas klauen will. Ja, wir nehmen mal die ganzen Becher mit. Oh, und hauen das gleich mal um. So. So, hier ist irgendein Sammelobjekt, ich höre es. Das hier kann ich mitnehmen. Oh nein, jetzt habe ich neue Reifen. Oh. Oh, hallo. Mitgenommen. Sehr feini. Doch, die einfach mal so ein schöner Sportflitzer. Schicki. Habe ich ganz vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ist dieses Schwein tot? Oh nein, nicht noch so eine Tierbox. Und den habe ich schon so viele. Ist das Schwein tot? Oh Mann. Ich glaube, die hat so hart gefeiert. Ich glaube, dieses Schwein hat so hart gefeiert. So. Nehmen wir mit. Was so ein bisschen auffällt, bin ich hier der Einzige, Party macht? Mach mal die Musik aus. Hier ist sonst niemand, oder? Fällt mir nur gerade mal so auf, hier ist sonst niemand. Ich dachte ja, die feiern die Aliens, aber nur der Grey auf dem Dach und mein Onkel draußen. Da war aber bei euch in der Heimatbasis mehr los. Ja, komm. Erzähl nicht, dass es schwer wird. Nein, nein. Okay. Dann ist es das hier. Muss ich halt den langen Weg gehen. Düt, düt, düt. Bitteschön. Und gelöst. Siehst du? Tor ist offen. So, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Schön den Müll mit. Brauche ich zwar überhaupt nicht mehr, aber hey. So, so, so.
Und so? Oh, hallo, wer hat sich denn da versteckt? Naja, kleine Box. Möchte dich hier unten kaputt machen, dann muss ich nicht die ganze Zeit da hochspringen. Ah, da ist es. Jetzt muss ich mal in die Uhr gucken. Na gut, ein paar Minuten machen wir noch. Für ein bisschen Schrott. Upsi. Da. Nehmen wir mit. Kaputt gemacht. Da. Da. Komme ich nicht ran. Hier komme ich nicht rein. Da komme ich nicht ran und hier komme ich nicht rein. Okay. Ja, den ganzen kleinen Schrott nehmen wir mit, weil das sind immer so 1, 2 Dollar. Das ist schon nicht schlecht. So. Becherchen auf dem Boden. Die übersieht man gerne bei diesen ganzen Konfetti. Oh, ich dachte erst was. Nein, es ist eine Kugel, die losfliegt. Okay, ich dachte erst was anderes. Da. Oh, ein kleiner Hase. So. Hier gehen wir mal hoch. Hier ist irgendwas in der Nähe. Das mal kaputt gemacht. Das hier auch. Das hier sowieso. Oh, wieder ein kniffliges Schloss. Ja, gut. Jetzt ist einfach. Und offen. Ja, hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Ja. Irgendwas. Macht hier wie. Machen wir mal kaputt. Holz aus dem Luftballon. Auch so widersprüchlich. So. Sehr schön. So, diesen ganzen Partyschmuck, den nehmen wir auch ab. Weil die Party ist ja vorbei. Und das bringt ja alles Kohle. Aber ich würde mal sagen, den Rest mache ich beim nächsten Mal. No? Wir haben ja schon fast alles hier eigentlich gefunden. Danach geht's nach Hause. No? Also sollte beim nächsten Mal nicht mehr so lange dauern. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!